Ja, Helmut Röffer hier, hallo. Ich möchte heute auch mal mein Testimonial bzw. meine Erfahrungen zu GoLux24 bzw. zum Coaching geben. Und also das System kenne ich jetzt schon seit ein paar Monaten. Ich habe im März, April diesen Jahres wieder im Network Marketing angefangen zu arbeiten. Und zwar wurde mir das System dann empfohlen von meinem Sponsor. Und ich bin so ein bisschen Typ, der das irgendwo vergleicht und habe mal geguckt, was gibt es sonst noch so am Markt. Und habe, als ich mal im Network Marketing angefangen habe, da war das Internet gerade so am Kommen. Ja. Und das war so vor 15 Jahren. Und habe damit eigentlich, also mit dem Network Marketing an sich, habe ich gute Erfahrungen gemacht. Ich habe durch die Produkte ziemlich schnell abgenommen, habe mein Aussehen damals verbessert und habe auch dadurch, dass ich das eben getan habe, auch praktisch ohne groß was dazu tun zu müssen, auch Kunden gewonnen und ein paar Geschäftspartner. Aber so richtig so ein System hat noch gefehlt irgendwo. Ich wollte immer irgendwie das Ganze schon mit dem Internet machen, aber es steckt da alles noch in den Anfangsschuhen. Und dann habe ich eben immer schon ein System gesucht, wo ich das Ganze besser handeln kann, weil die Zeit ist ja begrenzt und man hat nur einen 24-Stunden-Tag und man hat das auch im Nebenjob getan und die ganze Sache und es war nie so richtig, ja, es kam nie so richtig ins Rollen, eben entweder hat er mal zu wenig Zeit, aber einigermaßen an Geldmitteln zur Verfügung oder der umgekehrte Fall, man hatte zu viel Zeit, wenn man arbeitslos geworden ist und dann eben keine Geldmittel mehr. Und da ist das System von GoLux24 unschlagbar, weil es ist vom Preis her, ich will jetzt nicht sagen spottbillig, aber sehr, sehr günstig, mit, ich glaube, 15 Euro im Monat fängt es an. Und wenn einem das noch zu hoch wäre, kann man ja das System weiterempfehlen und man hat dann durch 5 Kunden die praktisch sein eigenes System dann umsonst. In einem anderen Testimonial wird GoLux24 als Waffe beschrieben und ich möchte da nicht unbedingt widersprechen, aber ich möchte es ergänzen. Eigentlich ist es ein ganzes Arsenal an Waffen, weil man hat einen Autopilot, also quasi ein Maschinengewehr, das man auf Dauerfeuer stellen kann. Man kann ganz gezielt seine Gruppen einrichten und seine Interessenten anschreiben. Also man hat auch noch ein Scharfschützengewehr, mit dem man ganz gezielt dann quasi, wenn man das so will, mit einem Schuss die Sache erledigen kann und nicht mit der großen Schrotflinte, wie es manche machen, sprich spammen, auf alles schießen, was sich bewegt und dreht. Und das ist sehr clever gemacht. Man merkt, dass ein Networker dahinter steckt, man merkt, dass jahrelange Erfahrung dahinter steckt, dass Liebe dahinter steckt, dass das System weiterentwickelt wird. Ich kenne es jetzt ein paar Monate, aber was ich so mitgekriegt habe, ist es kein statisches System, sondern es wird auch immer wieder weiterentwickelt, so wie das Network-Geschäft eigentlich auch. Ja? Und deswegen kann ich es wirklich nur jedem empfehlen, sich das System zumindest mal anzuschauen, es zu testen und dann sagen, okay, das gefällt mir, das mache ich. Und ja, und zum Coaching kann ich noch sagen, der Steffen war sehr, sehr bemüht und hat es aber auch wirklich geschafft, einem wieder einen Schritt vorwärts zu bringen, neue Anregungen zu geben und dass man das auch wirklich sieht, aha, der weiß, wovon er redet und hat es auch selber schon in die Tat umsetzen, ist nicht so viel wie mancher Motivationstrainer, macht nur einen großen Hype und das ist, ich vergleiche es mal mit einem heißen Bad, da ist man drin, solange man drin ist, ist es wunderbar, aber wenn diese ganze Sache dann abgekühlt ist, dann, ja, dann steht man wieder da und weiß eigentlich nicht genau, was man tun soll. Und das ist hier anders. Also ich kann es nur jedem empfehlen, das zu machen. Und wenn sich die Gelegenheit für ein Coaching gibt, das auch wieder zu tun, weil ich werde es auch machen. Also vielen Dank nochmal, Steffen, für das tolle System. Und in diesem Sinne, man sieht sich, man ist ja nicht blind.